Herzlich willkommen in Bella Italia, hieß es am letzten Mittwoch wieder in der Stadtgemeinde Voitsberg. Denn einmal mehr wurde in der Bezirkshauptstadt zur beliebten italienischen Nacht geladen. Eine Veranstaltung, die in Voitsberg seit vielen Jahren Tradition hat. Wir haben eine italienische Partnerstadt und die hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das gut wäre, wenn man das in irgendeiner Form weiterführen würde. Es hat ja auch einen steirischen Abend in Italien gegeben und die italienische Nacht hat so eingeschlagen, dass wir gesagt haben, das führen wir weiter. Seit einigen Jahren wird im Zuge der italienischen Nacht auch immer ein italienischer Markt angeboten, der von der Bevölkerung begeistert angenommen wird. Na, es gehört einfach dazu, dass man Produkte dort herholt, die von dort kommen, also aus Italien. Und was mich besonders freut, ist, dass unsere Gastronomie sich sehr bemüht, diesem Thema italienische Nacht gerecht zu werden. Wir wollen ja ordentlich essen und italienischen Flair spüren. Und das berühmte Dolce Vita konnte man bei der italienischen Nacht wahrlich zu Genüge auskosten. Denn bei einer Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten ließ es sich gemütlich zusammensitzen und das italienische Flair genießen. Ja, das ist, Voitsberg ist so wie Italien, lebensfroh, freundlich. Leider das schöne Wetter heute nicht, aber normalerweise, ja, ich würde mal sagen, die lebensfrohe. Voitsberger passen gut nach Italien oder die Italiener besser nach Voitsberg, je nachdem, ne? Ich glaube schon, dass es italienisch ist. Es fühlen sich schon langsam die Gassen. Es duftet nach Calamari, es duftet nach Fisch. Also wirklich italienisches Flair heute in Voitsberg. Und ich hoffe, dass das Wetter halten wird und die Leute kommen schon langsam. Und die Italienliebhaber kamen zu Genüge. Sogar Arbeits- und Sozialminister Rudolf Hunsdorfer und der Nationalratsabgeordnete Josef Muchitsch statteten der italienischen Nacht einen Besuch ab. Ich bin heute seit dem Vormittag in der Steiermark unterwegs, in Graz und in Graz Umgebung. Und dann war noch irgendwie, hat es geheißen, am Abend hast du eh noch Zeit und das muss auch noch sein und war kein Thema und es ist so, ich bin da und demzufolge bin ich sehr gern da gehört, habe ich schon einmal davon von dieser Veranstaltung, war aber persönlich noch nie bei diesen italienischen Nächten und darum war es kein Problem. Ja, es ist ein toller Abend, glaube ich. Ich freue mich schon auf diese italienische Nacht hier in Voitsberg. Zu mir haben sie gesagt, ich soll kommen, weil man kann hier essen, trinken und tanzen. Und das tut inzwischen auch einem Politiker sehr gut. Einmal mehr ist es gelungen, Bella Italia nach Voitsberg zu bringen. Und dazu kann man den Organisatoren nur gratulieren und sich schon jetzt auf das nächste Jahr freuen, wenn wieder zur italienischen Nacht geladen wird.